Bereich erschienen seid. Hier ist es so, dass ich viele Stammkunden sehe, auf meiner linken Seite, auf der rechten Seite. Da sehe ich auch eine gute Gruppe, die ich auch kenne, genau. Den jungen Mann hier, den müsst ihr euch sowieso merken hier nachher, damit der Brille hier vorne jetzt nach unten guckt. Ja. Da könnt ihr was erleben. Herzlich willkommen zu unserem Dorffest. Als erstes den Einstand hatte gemacht, unser Spielmannzug hier aus Golze unter der Leitung von Bernd Götze. Bernd, winkst du mal kurz, damit wir alle sehen, wer du bist. Ja. Die Jungs, jetzt darf ich ja nicht sagen, die Jungs sind größtenteils sind ja Mädels dabei. Die Mädels und die Jungs werden uns nachher oder jetzt zum Abschied noch ein Lied darbieten. Ich weiß nicht welches, aber es ist ja. Sing, 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 sing. Sometimes it seems when everything is coming down. There's no escape, no way to see it through. Lift up your voice and praise him to a higher plane. You'll be glad when you do. He's making us sing. There's nothing like a melody. He's making us sing. To take us where we long to be. He's making us sing, 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 sing. For sing, land, the gift of song. Just when you thought it'd be the one. Auf, auf, zum fröhlichen Jahr. Na denn. Sie hat das Lied ins Leben gerufen, sie hat den Text genommen von Herrn Ruhmland, hatte eine Idee zu Hause, hat eine Melodie gehabt zu Hause und hat mich gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann. Ja, ich sage, ich komme mal vorbei, hör mir das einfach an und
fand das schön. Fand das wunderschön. Es ist nicht eine schöne Melodie. Das goldene Land, in dem wir leben, von dem Lehrer Herrn Ruhmland, der leider 2007 von uns gegangen ist. Ja. Und ihn wollte sie auch ehren damit. Und viele andere, die ihn ja auch kennen, nicht? Finden es bestimmt auch schön, dass wir jetzt auch Gold so ein eigenes Lied hat, was vielleicht auch so ein bisschen Ohrwurm ist, vielleicht auch öfter gesungen wird. Und deswegen nochmal herzlichen Dank und ich möchte es einfach nochmal drücken und ein Blümchen überreichen im Namen auch des Chores aus Goldsum. So, bis 1757. Er war Erbherr auf Goldsow, preußischer General und Ritter des Schwarzen Adlerordens. Applaus bitte. Ja, und sein Enkel Rochus von Rochow, er lebte von 1762 bis 1828. Er war preußischer Leutnant, langjähriger Landrat des Kreises Sauche und später des Kreises Sauch-Belzig, insgesamt 28 Jahre. Applaus bitte. Ja, 28 Jahre ist eine lange Zeit, da kann sich unsere heutige Politik schon mal eine Scheibe abschneiden. Herr General, Herr Landrat, meine lieben Exzellenzen, wie fühlen Sie sich heute hier auf dem historischen Gelände Ihres Geschlechts? Ja, ich sage ihm, wahrlich, wahrlich historisch. Denn merke er sich, hier auf diesem Grund und Boden, hier begann die erfolgreiche, jahrhundertelange Geschichte unseres Geschlechtes auf Goldsow. Ich erinnere an die Urkunde anno 1219. Darin steht, hier an dieser Stelle befand sich die Burg auf der Goldsow mit einem kleinen Ort umgeben. Ich sage ihm, das ist die Geburtsurkunde unseres Goldsow. Aber auch die Hannenstraße aus dem Süden.